Oh Gott. War das knapp. Eine Sekunde länger, die... Scheiß Viech. Was? No. No. Erklärst du mir, du bist doch hier die Geisterexpertin. That thing could travel between worlds. There was no escaping it. Oh nein. Sag dir, das Viech verfolgt mich jetzt mal ein bisschen meine Albträume. Och nö. Das ist doch weg. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Personenzimmer, sehr gut. Another mirror. Oh God. Ah, okay, jetzt kann ich so öfters machen. Hallo. Spiel? Reagieren Sie bitte auf meine Eingabe. Hey, warte mal. New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Nein, das wollte ich nicht. Locked. Dachte ich mir. Oh no, there's more of them. What has it done to you? No names, no faces, no way to help them. Just like Bernard. Also, du willst den jetzt aber nicht die... Natürlich! Machen wir nochmal die Seelen zurück. Hat ja eben schon so gut funktioniert, ich erinnere mich, ja. Eine super Idee. Finde ich geil, die Idee. Oh Gott, nein, finde ich schlimm. Oh nein, 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 nein. No! What are you? Stop! Schrei leise, okay, danke. Immer dein Gesicht. This is where he died. Okay. I still need his name. If only I could see the other side of this place. Was ist dein Name? Wir denken uns einfach einen aus. Wir nennen ihn einfach Tobias. Muss ich schleichen? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube. Ich glaube, es ist okay, wenn ich normal gehe, oder? Ich gehe aber normal, nicht schneller. Nicht, dass ich dem bis in die Arme laufe, dem Mistviech. Ja, easy. Huh. Some sort of a conference room. Ist irgendwie ziemlich witzig. Als wir den Boltschneider brauchen und dazu haben wir gar nicht kommen. Aber wir tausend andere Sachen zu erledigen haben.
Mal gucken, wie der hieß. Weil ich höre das hier, dieses Geräusch. Oh, jetzt kommt. Ah, da geht's weiter. Aber ich will ja mal noch so ein. Ganz leise hört man das. Ah, jetzt. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah. Yeah, I'll let you know how it went. That voice. That's the guy. Mm-hmm. An attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Vorsitzender Bourbon Henrik anwesend. Varika Waldemar durchgestrichen. Abwesend, anwesend. Kucharki Jan anwesend. Lutek Anthony durchgestrichen. Abwesend, anwesend. Oh Gott. Zakcek Nikolas, anwesend. Smog Halina, anwesend. Danuta Hanuta, anwesend. Vaga Christina, anwesend. Vitoch Afa, anwesend. Celazzo Boris, anwesend. Wir nehmen einfach Danuta. Reimt sich auf Hanuta und deswegen ist er richtig. Ja, es ist eine Logik. Da, ja, bis an die Fresse irgendwas aus, nee, ne? Und so eine Fresse habe ich gar nicht mehr. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Mm-hmm. Boris. Welche Nummer war der Kerl? Welche Nummer? Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Mm. No, that's not it. Yeah. Number 5. Okay. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is... Yeah. Ich höre mir das nochmal an. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Aha. Hm. Ja, okay, aber den Namen habe ich doch jetzt nicht. Nee, jawohl. Warte mal, ich geh mal die anderen Stühle durch. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. Ach so. Okay. That's it.
Nicholas. Sag ich doch. Okay, Nick. Let's get you out of here. Ich hatte ja fast recht. Ich habe Tobias gesagt. Das war fast richtig. Ja, toll. Soll ich da jetzt rausgehen oder nicht? Ach du Scheiße, ey. Ist der mir jetzt gerade auf den Sack gehen muss, ne? Wenn die Geister unser Luft nicht sehen können, können sie dich hören. Ach, unsere Welt. Ach so, die sehen das nicht. Ach so, unsere Luft, von unserer Luft, unsere Welt. Ach so, ich hätte mit Luft anhalten, an ihm vorbeigehen müssen. Sagt man das doch. Och, man, sagt mir das doch. Kann Scheiß am Mann machen. Okay, Nick. Ach so, nee, muss ich nicht. Oh, danke, zum Glück. Oh Gott, zum Glück nicht. Oh. Ey, den siehst du ja kaum in Arsch. Ah, Mist, okay. Ja, zum Glück ist der Kontrollpunkt fair. Scheiße. Dann siehst du ja kaum. Wieso gucke ich eigentlich immer dahin? Ich gucke immer dahin, weil da die Aufnahme ist. Aber eigentlich ist es voll dumm, weil da die Facecam ist, gucke ich immer dahin. Ist voll doof eigentlich. Muss ja nicht dahin gucken. Hm. Naja, eigentlich. Ah, ja. Achso, muss ja was drücken. Achso, das ist doch. Wirklich. Dann gehe ich in die Decke. Ah. Das ist ein bisschen Try and Error, ne? Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe vor den Monstern auch wenig irgendwie nervös oder so. Also irgendwie gar nicht. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie zu abgehärtet bin mittlerweile bei den Art von Spielen, dass da so ein Dach, wow. Aber irgendwie nervös machen ich die Monster jetzt weniger. Tschüss. Also, dass ich hier sicherer bin als in der normalen Welt, ist ein witzig, ne? Aber hier kann er mich sehen, ne? Aber gut zu wissen, also muss ich Luft anhalten. Ja gut, das weiß ich, das sind okay. Also wirklich ist es auch nicht besonders schwer, den auszuweichen. Und diese Action-Szenen sind ja relativ nett gemacht. Und jetzt nicht zu schwer. Was ich auch gut finde, muss ich ehrlich sagen. Finde ich gar nicht mal so übel, weil wäre echt doof, wenn die jetzt irgendwie. Wieso habe ich denn jetzt hier das Gesicht wieder? So Mundschutz. Ein Mundschutz ist das Gesicht eines anderen Menschen. Das wird doch mal was. Aber der Tiger jetzt da oben ja rum. Das ist theoretisch. Warte mal, wenn ich ihm sein Gesicht zurückgebe, ne? Er ist nicht schlau, wenn ich jetzt mal das andere Gesicht hole, geht das? Und dann beide gleichzeitig mache? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Monster unnötig aufwecke. Hm. Hübsch. So kann ich auch malen. Nee. Nee, es geht nicht. Okay, das Spiel hat das nicht vorgesehen. Schade.
dachte ich sonst taktisch, ne? Weil das Monster kam ja vorhin auch, als wir das Gesicht angebracht haben. Ich hätte gesagt, komm, das lässt beide machen. Dann wer von den beiden ist jetzt Nikolas? Ja, ja. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you, man. Oh, kein Problem. Okay. One down, one to go. Better get to it. Also, okay, er kommt nicht. Also, auch wenn er jetzt relativ easy ist zum Schleichen, ich muss es ja nicht eigentlich nicht darauf, ich muss es ja nicht darauf hinaus beschreiben. Nothing here. At least not in this world. Was war das hier? Ah, nee, das war ja dann. Aber ich finde es halt schon cool gemacht. Schlechtes Schwesterlein. Ah, sind alle gleich. Die Bilder sehen alle gleich hässlich aus, aber gut. Also kann ich auch malen, ne? Ist jetzt keine Kunst. Aber gut, wenn ich meinen Namen hätte, ja. Wenn ich einen Namen hätte und ich würde irgendwie, keine Ahnung, drei Striche aus Papier zeichnen, dann würde mir dazu eine bescheuerte Geschichte ausdenken. Dann würde ich damit Geld verdienen. Lalilu. Du. Ich gehe spazieren in der Geisterwelt. Das Monster auf die Schnauze fällt. Das. Oder irgendwie sowas. Ja, und wo geht das weiter? Hallo, ich brauche ein neues Gesicht. Ich jogge mal durch. Oh, also schön Sport machen in der Geisterwelt, ey. Wo machen Sie Sport? Ja, in der Geisterwelt. Obwohl die Geisterwelt ja echt cool gemacht ist, ne? Schön düster. War gut und ich habe auch schon sehr viele Horrorspiele gespielt. Also, ja, Outlast 2 und so und Resident Evil 7. Und ganz ehrlich, wenn man Resident Evil 7 gespielt hat, dann ist man relativ gut gewappnet. Was Horror angeht, dann überrascht immer noch keinem. Da hat mich aber auch nichts mehr überrascht. Kann ich mit dem irgendwas machen? Just a bit longer. I'll get you out, I promise. Ja, sicher, ich hol dich heraus. Hm? Der erste war ja, ich war gleich auf dem Weg, aber der zweite. Warum jagt mich das Monster eigentlich? Ja, wohl, weil wir ein Geist sind, aber wir bringen doch Frieden, oder nicht? Würde mich mal interessieren, ob die ein Motiv haben, die Monster. Oder ob das jetzt einfach nur so aus Ding ist, hey, wir brauchen einen Gegner. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wird jetzt irgendein Motiv hintersteckt. Ja, wo geht's denn hier weiter? Das ist mir ein bisschen doof, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Ja. Ich geh nochmal durch. Ja, da gibt's sicher was. Hier rein, ne? Ah, ne, ist kein Weg. Ist der noch da? Okay, Nick. Ach so, ja. Also, ich dachte schon, ich hätte ihn nochmal getriggert. Mhm. Ich glaube, den Bolzenstand bekommen wir erst ganz am Ende.
bin momentan ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Vielleicht nochmal die Tür ausprobieren, ob die jetzt halt auf ist. Was muss man jetzt hier machen? Ist ja bald eher ein Porno-Click-Adventure, ne? So wie die alten zum, nein, nicht ganz. Das ist kein Porno-Click-Adventure, aber so ein bisschen. Erinnert mich gerade sehr daran. Wenn aber du hast damals ja auch mal gemacht. Rumgerannt und wenn du nicht weiter wusstest. Ein gut ist ein bisschen brutaler, aber naja, gut, das ist ja nicht Genre. Für solche und solche. Aber vom Prinzip halt her. There we go. So, eben mal mein Headset gerichtet. Weil es die ganze Zeit auf ein Ohr gedrückt hat und das ist nervig. Eine schöne Aussicht in den Tod. Lalilalalalala. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett. Nett und tot. Alle von ihnen in Liebe F. Ha! Nett und tot. Was schreibt man? Ja, was Nettes? Ja, weißt du, mein Schatz? Ach, die sind alle ganz nett hier. So. Und tot. Schön. So kann man's sagen. Nett und tot. Ist das Angebot. Oh. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich will nicht zurück. Ich mag die Geisterwelt nicht so. Obwohl ich weiß gar nicht, was ist momentan eigentlich die bessere Welt für uns? Die Geisterwelt oder die normale Welt? Weil in der normalen Welt ja dieses Monster rumrennt. Aber naja, momentan ja nicht. Ist irgendwie nur so phasenweise da, ne? Ich muss sagen, bevor ich mich immer mehr erschrecke oder wovor ich immer mehr Sorge habe, dass immer irgendwas hinter mir kommt und mich übelst angreift oder so. Ach so. Oh, nice. Aha. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Luftanhalten ist, wo die ganze Zeit Luft anhalten, wenn er da ist, oder? Das will ich auffressen. Ey, ich fress dich gleich auf. Ey, muss ja ganz kurz mal, ne? Nein! Fick dich! Ich war fast draußen! Ah, ich muss. Oh, na, leck mich doch am Arsch, du Pisser. Ich war fast draußen. Ich hab.
Ich habe schon dieses Ende gesehen, das habe ich schon gesagt. Aber ich war zwei Schritte, drei Schritte wären es gewesen. Ich hasse das. Ich hasse das. Alter. Oh, da habe ich auch kein Glück, ne? Jetzt anders. Komm. Ja, ich bin. Komm. Nein! Geh hier lang. Ganz ruhig. Komm. Bist du? Ich will nicht vereint sein, ich will auch nicht, dass du mich auffrisst oder so irgendwas. Alter. Oh. She was a ballerina? This room has Guy written all over it. In big sloppy letters. Nice card. Was Vivienne one of your stars? Okay, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Okay. There. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Vivienne? Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. Oh. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Yeah. This wasn't her room. I'm guessing her manager's? Alter, das war schon so ein alter Sack, ne? So ein 62-jähriger Manager, der irgendwie sich dann runterholt, während er die Vorder bespannt, ey. Stimmt, wette ich drauf. Wo geht's denn weiter? Hier? Ne, da geht's weiter. Er ist hier. Okay. Let's find out who you really were, Vivienne. Huh. A page was torn out. I can't make out the numbers. Hat 5896. Partial numbers. One of these must have meant something to her. Mm-hmm. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Elion Turi, okay. Yes, this is Vivienne. Room 347.
I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... what? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Oh, yeah. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. What? Well? Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Oh my God, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So... If you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Mhm. So das Armband hier noch mitnehmen? Nö. Okay. Und wenn es hier nichts ist, würde ich gehen. Ja, okay. Haben wir ab hier. Hier, und der Job ist hier getan. Ich habe ja ihr Gesicht noch gar nicht. Okay, aber sie ist deutlich komplexer als der andere. Der ging ja relativ easy. This is where it happened. Of all the places. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Achso. Okay, ihr Gesicht haben wir, ihr Name und alles Mögliche haben wir. Dann können wir wieder zurückgehen. Yay, dann können wir es abschließen. Nice. Da komme ich dann ja mal an meinem Bolzenschneider. Ist echt witzig, wir suchen dann gut nach einer Stunde im Bolzenschneider. Wir wissen ja, wo der ist, aber um da ranzukommen, brauchen wir 3 Jahre. I'm not gonna lie. It felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going.
now. I'm not sure anymore. Ja. Aber die Frage ist halt, auch wenn ich hier die ganze Zeit jagt, ne? Wie sicher oder wie weit kann man da überhaupt noch rauskommen? Ich meine, ich glaube nicht, dass ich einfach ihren Fluch beenden kann. Und hier wieder rein. Und dann beenden wir es. It's okay. You can be free now. Tori. Thank you. Thank you. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope.